heute Abend hier sehen werden, kommen entweder aus England oder Amerika. Wir wollten aber unbedingt eine Gruppe aus Deutschland haben. Please welcome aus Berlin, Jingo the Lunch! Alles klar! I will always say, I will always let you remember.
Nicht hier zu erzählen, was wir auf die letzte Platte gemacht haben und so. Deutschland zu betreten, finde ich sowieso Blödsinn. Wir betreten uns nur selbst, Jingle die Lunch. Und wir spielen jetzt gerade ein Lied von einer Band aus Italien. Band comes from Trieste. Band's name is called Upset Noise. And this song is called Growing Pains.
song is dedicated to a friend of ours who couldn't come. His name is Groby. Ready? I know you guys are. I'm wondering if we are. Chicken, chicken. It's called Hangover. Dass ihr im Vorprogramm von Motorhead gespielt habt. Das ist richtig. Ein Gig. Wie haben euch denn die Fans doch aufgenommen? Also diese Motorhead-Fans sind ja ganz, ganz klare harte Metal-Fans. Total gut. Das war vor allen Dingen in Jugoslawien, also war eher halt so, man. Motorhead haben das schon ein paar Mal gespielt, glaube ich, vorher. Also die waren, glaube ich, schon zweimal da. Also die Leute kannten Motorhead sowieso, logischerweise. Und uns kannte keiner. Wir sind da irgendwie so reingerutscht durch Zufall. Wir sollten eigentlich woanders einen Gig spielen. Dann sind wir irgendwie durch irgendwie so da reingeraten. Spielen halt so, gehen auf die Bühne, brüllen einmal yeah, die Leute abgefahren. So.
Minuten war ich super gut. Dann hatten wir irgendwie 50 Minuten Zeit und haben unseren Set dann 30 Minuten runtergerissen. Ja. Super nervös. Ja, voll. Also. Und lief dann auch gut. Da war dieser Gig dann, wo diese Aktion mit Lemmys Hand war, dann waren halt die Mutterleute natürlich nicht so gut gelaunt nach dem Gig oder so. Das war sehr lustig. Wir kamen gerade vom Italien. Ne? Und die Italien-Kids, die haben immer so gemacht und das heißt ja irgendwie sehr irgendwas Schlechtes mit Mann, sein Mutter zu tun. Und standen wir da in Jugoslawien und alle in die erste Reihe so oder so. Oder den hier haben sie auch mal alle gemacht. Ja, und freundlich wir so, Schluck, was geht hier ab? Und dann so später zu erklären, oh, ja, das ist ganz normal hier, heißt was anderes. Ja, ja, jeder Gig ist anderes halt. Ja. Hallo, hallo, hallo! We'll be right back.
Tom, hallo Henning. Hallo René. Macht Spaß auf der Ramones-Tour? Ja. Ja, vor allem die letzten 3 Tage haben sehr viel Spaß gemacht. Eben vor allen Dingen. Gestern war halt Berlin. Heimspiel. Ja, ging so. Naja, wir haben Party gefeiert dann danach so. Das war ziemlich schick eigentlich. Waren halt alle unsere Freunde da und so. Die konnten dann die Ramones für umsonst sehen. Waren wir dann ziemlich beliebt gestern. Aber auch sonst seid ihr beliebt in Berlin, oder nicht? Ja, vor Konzerten noch mehr, da rufen auf jeden Fall mehr Leute. Wie oft habt ihr euch auf dieser Tour aufgelöst? Bisher noch keine. Auf dieser Tour noch nicht. Das ist ja auch schon ein paar Mal. Das lief diese Tour jetzt ziemlich groovy alles ab. Alles eine große Familie. Das wohl nicht so sehr, aber ja, jeder hat den anderen respektiert und irgendwie es kam eigentlich kein Streit auf. So. The household got the man.
kam das rüber, als ob das bei euch alles ganz schnell geht. Na, als ob ihr das Glück gepachtet habt. Als ob ihr das Glück gepachtet habt. Und die Leute mochten euch überall in ganz Deutschland, wo man hörte, Jingo die Lancia, geile Band, musst du hingehen. Die Kritiker mochten euch gerne. Und dann kam Phonogramm. War das für euch... Und danach mochten sonst nicht mehr die Kritiker. Das weiß ich nicht, das habe ich gar nicht so verfolgt. Ja, vielleicht ist es ein bisschen ruhiger geworden. Da will ich ja nicht drauf hinaus. Mich interessiert, in dieser Situation, wo plötzlich alle Türen scheinbar offen stehen, hattet ihr so ein Gefühl, als ob da ein Traum in Erfüllung geht? Und wie sieht die Realität dann aus? Also ja, nein. So was angenehm war, das war einfach finanziell und irgendwie mit der Aktion einfach abgesichert hatten. Wir hatten irgendwie, ja, jeder hatte da irgendwie so sein Gesellengehalt dann jeden Monat in der Tasche, so von da an. Und das war insofern irgendwie, wir haben vorher eigentlich nur von den Live-Gigs gelebt und dafür, dass wir unseren Independent-Plattenfirmen hinterhergerannt sind, dass sie uns irgendwie das Geld von den Platten irgendwie geben, die Tantiemen nennt man das, glaube ich, oder? Und von da an war es halt irgendwie mit dem Geld einfach geregelt. Also jeder konnte irgendwie, hatte keine Probleme mehr, seine Miete zu zahlen. Und bei den Kölner Session war der Produzent von den Toten Hosen, John Caffery, auch beteiligt. Der hat das Ding leider nicht zu Ende geführt. Wie war die Zusammenarbeit mit John? Der war ziemlich cool, fand ich. Weil der hatte eigentlich die Einstellung, was mit euch okay ist, ist mit mir okay. Das ist die Platte, wo ihr dann den Nazareth, Gitarristen, eingeflogen habt. Wie seid ihr an den dran gekommen? Wo holt man so Leute her? Wie spricht man die an? John Caffery? Die kann man nicht auch von Nazareth. Das liegt über die Phonogramm. Der ist ja da auch irgendwie über Nazareth hinter die. Die sind auch, kennen sich da schon jahrelang. Da haben wir halt so drei Leute zur Auswahl, da musste halt irgendwie schnell gehen. Wir waren irgendwie auf dem Lorelei-Festival, meinte er halt irgendwie Manny Charlton, Jimmy Fox und noch irgendein Name halt irgendwie. Den kannte keiner, der hat Bond produziert, wenn man das auch sagen mag. James Bond, kennt doch jeder. Nee, die Band Bond. Ach, die Band Bond. So. This song is from a man from Trieste, Italy. The band is called Upset Noise and the song is called... Going! Pain, pain, pain.